sehen, sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Also fangen wir an. Ich bin der Gründer der Website wethepeoplewillnotbechipped.com. Unsere Organisation beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Problem, dass Menschen als Objekte gesehen werden. Wir reichen Petitionen auf nationaler Ebene ein, damit vorbeugende Gesetzgebung eingeführt wird. Wir haben über neue Technologien berichtet, wie zum Beispiel Nanotechnologie, die RFID-Technologie, das globale Informationsnetz und die momentane Bedrohung der Menschheit, die der Transhumanismus darstellt. Transhumanismus soll Mensch und Maschine miteinander verschmelzen. Eine Gruppe von Privatpersonen begeistert sich für eine Technologie, die den Menschen in die nächste Entwicklungsstufe führen soll. Verichip kann man am besten mit ihrer eigenen Werbung vorstellen, die sie vor einem Monat im US-Fernsehen veröffentlicht haben. Ein Produkt stellt man meiner Meinung nach am besten mit seiner firmeneigenen Propaganda vor. Hier ist sie. Wenn man sich überlegt, dass etwas, das so klein ist, sie verbinden kann mit allem, was wichtig ist, wenn ihr Leben und all ihre Liebe auf dem Spiel steht, HealthLink wird immer bei Ihnen sein. Wenn auf der Intensivstation jede Sekunde zählt, wird sofortiger Zugang zu Ihren medizinischen Daten zur Verfügung gestellt. Weil Bob Probleme hat, an all seine Medikamente zu denken. Weil ich die Kinder meiner Kinder liebe. Weil ich während des Fahrens die Kontrolle über mein Auto verloren habe. Weil ich jetzt für uns beide sorge. Weil ich Diabetes habe, aber sie hat mich nicht. Weil ich mein Leben damit verbracht habe, das ihre zu retten. Das ist ihre Marketingkampagne. Also wenn sie das nicht zum Lachen gebracht hat, es ist nur eine lächerliche Werbekampagne, aber sie haben das Produkt auf den Markt gebracht. Dieser Werbespot ist vor einem Monat im Fernsehen erschienen. Unsere Antwort darauf war ein Kurzfilm mit dem Namen Wessen Haustier sind Sie? Ich fand das auch ziemlich lustig, aber darum geht es hier. Menschen werden zu Inventar degradiert. Alle 6 Minuten wird ein Haustier mit der Hilfe eines Mikrochips wiedergefunden. Der Mikrochip wird mittels einer Injektionsnadel unter die Haut gepflanzt. Er wird ausgelesen, wenn ein Scanner rübergezogen wird. Dabei wird die Nummer auf den Scanner übertragen. Der einzige Vorteil dieser Sache ist, den Hund zu identifizieren und ihn seinem Herrchen zurückzubringen. Es ist schön, wenn man die Bewegungen seines Haustieres verfolgen kann. Aber was ist mit unseren Familien und unseren Freunden? Angewandte digitale Lösungen könnten Menschen per Satellit verfolgen. Wir arbeiten gerade an einem Produkt, das wir intern PLD nennen. PLD steht für Personal Locating Device, Gerät zum Ausspüren von Personen. Das ist ein einpflanzbares GPS, für das unsere Firma ein Patent hat. Man könnte es bei Kindern im Bereich des Schlüsselbeins einpflanzen oder bei jemand anderem, dessen Spur sie verfolgen wollen. Und wessen Haustier sind Sie? Diese Nachricht wurde Ihnen überbracht von wethepeoplewillnotbechipped.com. Habt ihr gemerkt, dass die Marktkampagne auf Kinder ausgerichtet war? Wir haben mit einer Firma zu tun, die im Grunde völlig unethisch ist. Sie bedient sich der Angst als Anreiz. Darüber hinaus gibt es eine Menge Beweise dafür, wie lange das Thema schon zurückreicht. Von Simenov im Jahr 1866 bis zu Dr. José Delgado im Jahr 1965. Es gibt jede Menge Beweise, die ich zur Verfügung stellen kann. Derzeit haben wir Alzheimer-Patienten, die verchippt sind. Die Frage ist, wie ein Alzheimer-Patient sich dafür entscheiden kann, sich verchippen zu lassen. Außerdem werden Leute benutzt, die in Diskotheken mit Chips bezahlen können. Now, this is where
Das Ziel dieses Vortrags ist, die laufende Agenda zu zeigen, die euch als Knotenpunkt mit dem Internet verschmelzen soll. Unter Kontrolle des IBM-Hauptcomputers, das auf der Basis eines künstlichen Neuronennetzwerks läuft, welches ein künstliches Gehirn ist. Ich erkläre das genauer. Die technischen Verbindungen sehen euch nicht als Lebewesen aus Fleisch und Blut. Sie sehen euch als Objekt. Sie sehen euch als Produkt, als etwas, das potenziell elektronisch erfassbar ist. Für diesen Vortrag müsst ihr vergessen, wie ihr euch selbst seht. Denn sie sehen euch als Objekt, als Inventar. Der Hauptcomputer soll alle Informationsströme verarbeiten. Und es gibt genug Beweise dafür, dass es sich dabei um IBM handelt. Das künstliche neurale Netzwerk ist ein Joint Venture zwischen DARPA und IBM, die ein künstliches Abbild des menschlichen Gehirns erschaffen wollen. Es gibt biologische Neuronennetze, also Gehirne, und die vermessen sie. Innerhalb der nächsten 10 Jahre wollen sie ein voll funktionsfähiges Gehirn aus Silizium erschaffen und sie hoffen zu erreichen, dass es ein volles Bewusstsein erlangen wird. Also wenn ihr Terminator mit Skynet gesehen habt, wäre das ein guter Anfang, um eine gute Vorstellung davon zu bekommen. Was wir hier haben, ist die größte Technologiefirma der Welt mit Verbindungen zum Nazi-Regime. Wir werden das nachher besprechen. Und die sind im Grunde Psychopathen. Und wir werden das beweisen. Als der Oberpsychopath Sam Palmisano vor dem CFA sprach, sagte er nachweislich Folgendes. Fast alles, jede Person, jeder Prozess oder Dienst, für jede beliebige Organisation, ob groß oder klein, kann digital erfasst und in einem Netzwerk verarbeitet werden. Wenn man sich ansieht, welche Verkaufstaktik er anwendet, dann sieht man, dass Person, Objekt, Dienst und Prozess im selben Kontext benutzt werden. Sie sind also nichts anderes als ein Prozess, der in einem Softwareprogramm läuft, nichts anderes als ein Objekt bei Tesco, das man mit einem RFID-Chip versehen hat. Und das ultimative Ziel ist, dass alle im Netzwerk verarbeitet werden. Wir gehen mal weiter und weisen das von einem anderen Blickwinkel aus nach. Da haben wir das Auto-ID-Center, das im MIT entstanden ist. Wie man sieht, kommen all diese Agendas immer aus Universitäten. Die Universitäten bekommen also Startkapital, entweder von der Bankelite, von den multinationalen Konzernen oder von dem militärisch-industriellen Komplex. Sie bringen es auf den Markt, indem sie voraussagende Programmierung, Predictive Programming, benutzen. Und der Durchschnittsmensch denkt, Universitäten sind gut für uns. Sie sind gut zu unseren Kindern und sie waren immer gute Menschen. Also muss auch die Idee gut sein. Die ursprüngliche Idee des Auto-ID-Centers war, jedes Objekt, von Nähnadeln, Stühlen, Getränken bis zu Jumbojets, alles erfassbar zu machen. Und das macht man mit dem Radio Frequency ID-Chip. Und ihre Verkaufsstrategie ist folgende. Ich war zum Beispiel heute 2-mal bei Tesco und sie fragten mich, ob ich eine Loyalitätskarte haben wollte. Ich will eure Loyalitätskarte nicht. Da ist ein RFID-Chip drin. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, RFID wird die Produkte elektronisch erfassbar machen. Wenn man sich das Programm ansieht, sieht man, dass es ohne jeglichen Zweifel über genügend Bits verfügt, dass auch Menschen mit auf der Angriffsliste sind. Man hat 33 Bits und wenn man die auf die Menschen anwendet, brechen sie aus, um für jeden Menschen ein Protokoll zu erstellen, welches einzigartig ist. Und damit könnt ihr in Echtzeit verfolgt werden. Algorithmen und andere Technologien können auf euch angewendet werden, die IBM entwickelt. Aber darüber hinaus sollen auch Staubpartikel mittels Nanotechnologie elektronisch erfassbar werden. Vergesst Wi-Fi. Wir reden hier über ein Spinnennetz, in dem jedes einzelne Objekt mit anderen Objekten kommuniziert. Und das ultimative Ziel ist es, euch, also das menschliche Wesen, in das Netz zu...